Willkommen zurück bei Black Mirror 3. Wir müssten jetzt, glaube ich, bei Folge 31, 32 sein. Das wird jetzt doch langsam ein bisschen spät. Ich bin jetzt schon seit ein paar Stunden am Aufnehmen. Aber ich bin jetzt so gut dabei. Und ich will jetzt auch wissen, wie es ausgeht. Wir haben ja in der letzten Folge nicht nur den Schlüssel gefunden, der da hinten in die Säule kommt, sondern ja, wir haben auch über das Schicksal von Tom und Ralph noch etwas gelernt. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir den Schlüssel reparieren. Bum, 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 bum. Und zwar so. Ein Rubin reicht. Fragen, dass er nicht, wo er den her hat, ne? Der Rubin passt exakt in die Fassung am Schwertgriff. Jetzt müsste es klicken. Hier ist eine Wendeltreppe. Ich kann nicht erkennen, wie weit sie nach unten führt. Es dürften aber schon ein paar Stockwerke sein. Ladies first. Hast du Angst? Oder übst du deine Rolle als Schlossherr? Der Jüter darf nicht sterben, das waren deine Worte. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Glaub ich das? Das sollen die Katakomben sein? Sieht wie die Kanalisation aus. Nur Geduld. Das hier ist erst der Anfang. Oh Mist. Und ich dachte, ich hätte den Stöpsel aus der Wanne gezogen. Ein Schwimmbecken für Kellergeister? Ich verstehe nicht, was das hier soll. Ich geh mal mit Darren gucken, da hat er... Hier sind überall Hieroglyphen eingraviert. Ja. Haben die Druiden diese Gemäuer hier gebaut? Hier sind ein Haus und ein Krug abgebildet. Hier haben wir den Vogel... Ein Vogelrelief. Ich glaube, das soll ein Haus sein. Oder eine Hütte. Hier sind eine Mistgabel und eine Blume. Hier sind ein Vogel und ein Kopf eingemeißelt. An dieser Säule sind ein Fisch und eine Hand. Okay. Was haben wir noch? Käfig, Wasserbecken, Kanal. Was zum Henker macht ein Käfig hier mitten in den Katakomben? Was weiß ich, mach mal auf. Gut zu wissen. Hier könnte ich unliebsame Gäste einsperren. Ich hätte mir wohl doch besser ein Hotelzimmer nehmen sollen. Okay. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, uns umzubringen bei Bedarf. Ja, das Ganze hier könnte eine Art Zisterne sein. Das Regenwasser, das sich rund um das Schloss ansammelt, wird hier zusammengeführt und vergammelt dann. Nein. Es muss irgendwo auch einen Abfluss geben. Richtig. Die Frage ist nur... ja. Ich glaube, das soll eine Haut. Hier sind ein Haus. Ja, kann man da irgendwas drücken oder... Valentina? Ja? Sagen dir diese Symbole hier überall etwas? Diese Symbole sehen aus wie piktische Glyphen. Eigentlich eine uralte Schriftart, mehr als 6000 Jahre alt. Ich frage mich, was sie an diesen Mauern zu suchen hat. Vielleicht fand einer meiner Vorfahren die Dinger hübsch. Weißt du, was sie bedeuten? Ja, so ungefähr. Aber frag mich nicht, wie man sie ausspricht. Ich sehe hier keinen weiteren Ausgang. Du?
So wie es aussieht, befinden wir uns in einer Sackgasse. Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss es weitergehen. Vielleicht noch ein Geheimgang? Wäre nicht undenkbar. Halt die Augen offen. Von einem Sie aufs Du im fliegenden Wechsel. Faszinierend. Was meinst du, hat es mit diesem Käfig auf sich? Ich glaube nicht, dass das ein Käfig im herkömmlichen Sinne ist. Wieso? Es ist doch ein prima Folterinstrument, vor allem mit dem Wasser. Ach so. Das ist deine Vorstellung vom normalen Gebrauch eines Käfigs? Vergiss nicht, ich bin von einem 800 Jahre alten Tyrann besessen. Tja, gut, dann gehen wir mal mit ihr ran. Das ist ja seltsam. Was machen piktische Glyphen hier in England an mittelalterlichen Mauern? Tja, und auch auf dem Boden. Das Haus in Verbindung mit der Amphore. Das könnte ein Lager bedeuten. Amphoren waren damals das, was heute Fässer sind. Eine frühe Variante der Fackel und dieses Zeichen habe ich noch nie gesehen. Und wieder dieses ein grüne Vogel Licht. Bedeutet meistens den Tod einer Person. Dazu passend haben wir hier auch einen Kopf. Von wem auch immer. Okay. Der Fisch ist das Symbol für den ersten Tag nach Neumond. Zusammen mit der Hand? Das macht keinen Sinn. Das Haus in einem Kreis. Diese Variation ist mir neu. Könnte auf einen Familienbesitz oder Erbe hindeuten. Moment, Adrian, du stehst ein wenig ungünstig. Der Tod allein ohne weitere Glyphen ist kein gutes Zeichen. Das Haus in Verbindung mit... Fässer. Moment, Fässer gibt's ja einige. Die Weinfässer sind schon seit Jahrzehnten leer. Die letzten Generationen der Gordons waren Teetrinker. Adrian, bist du da unten? Tut mir leid, Sie müssen den falschen Brunnen erwischt haben. Okay. Jetzt fängt das Rumrätsel an. Mit zwei Personen. Das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Ich weiß hier oben nicht, was Adrian unten macht. Apropos. Hier sind ein Haus. Bin ich doch ein bisschen überfragt. So ein ganz kleines bisschen. Halt, Moment. Da fällt mir was ein. So, ich hatte... Was? Nein. Ich hatte die erste Folge ja gesplittet, also die erste Folge der Session gesplittet und habe die falsch benannt. Und das habe ich jetzt gerade schnell korrigiert, bevor ich es wieder vergesse. Und, Moment. Ich knurrte das Seil hier an der Säule fest und lasse es den Schacht runter.
Sie ist aber diejenige, die Ahnung hat von den Glyphen. Sie muss runter. Diese langen Fußmärsche. Ich versuche nicht zu viel zu springen, weil dann habt ihr bloß schwarzen Bildschirm. Aber... Ich bezweifle, dass in den Käfig Leute eingesperrt werden sollen. Er muss für etwas anderes gedacht sein. Ich bezweifle, dass in den... Ich bezweifle, dass in... Moment... Valentina? Ja. Okay. Aber die zwei sollten sich nochmal unterhalten. Ich glaube, die müssen miteinander darüber reden. Ich glaube, es hat einen Sinn, dass da ein Käfig steckt. Und ich habe das dumme Gefühl, dass da einer mit runterfahren muss. Und dann muss ja einer oben an der Winde bleiben. Valentina? Ja? Ich habe das Seil in den Brunnen gehängt. Was hast du mit dem Seil vor? Wenn ich dran ziehe, schaltest du oben die Seilwinde ein und lässt mich so runter. Wenn mir unten die Luft ausgeht, ziehe ich nochmal und du holst mich wieder hoch. Ich denke, das bekomme ich hin. Ja gut, dann würde ich sagen... Ich dachte, der Hüter darf nicht sterben. Okay, Valentina. Uns stehen jetzt, glaube ich, ein paar Rätsel bevor. Das ist immer so, bei den Höhepunkten von Adventure gibt es auf einmal ein Klassentreffen der Rätsel. Das Seil hängt im Brunnen. Okay. Ich warte auf das Signal von Adrian. Gut. Okay. Luft anhalten. Ich weiß nicht, wie viel das bringt, dass er das ausgerechnet oben am Stein festgebunden soll. Ist es nicht lieber in der Hand halten oder irgend sowas? Und Amphora. Das und das. Taube und Kopf. Und der Fisch und die Hand. Volltreffer? Ui, was sind wir denn hier? Das war knapp. Es wird ja immer besser hier. Adrian? Adrian, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, alles okay. Mir ist nichts passiert. Ich habe mir nur fast in die Hosen gemacht. Sportliches Mädchen hier. Aber an den Raum kann ich mich noch dunkel erinnern. Ist wirklich alles? Wow. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ist das nicht beeindruckend? Ja, total. Freut mich, dass dir mein bescheidener Weinkeller gefällt. Okay, ja, stark. Ein kleines Boot? Hier liegt ein kleines Boot. Helm und Schwert. Ein rostiger Helm. Den hat wohl irgendjemand verloren.
Hier liegt ein zerbrochenes, rostiges Schwert auf dem Boden. Keine Ahnung, wie das hierher kommt. Geschmiedet von kundiger Hand. Schlicht, präzise und tödlich. Adrian, hast du etwas gefunden? Bedauerlich, dass der Zahn der Zeit diese einst so prächtige Waffe zernagt hat. Sie ist nicht mehr als eine Stange aus rostigem Stahl. Der Griff ist allerdings noch gut erhalten, nicht? Adrian? Was? Was ist mit dir? Ich, keine Ahnung, ich muss kurz weggetreten sein. Ich bin wieder da. Gut, ich speichere mal. Wir haben ja gelernt, dass in Black Mirror-Teilen Katakomben aller Art gut dazu sind, um Köpfe zu verlieren. Etwas ist anders an dieser Schrifttafel. Dieses große Relief gibt es hier nur einmal. Okay. Was? Ein seltsamer Totenkopf mit einem riesigen Mund. Keine Ahnung, was das sei. 7 Leute, die in der Gegend rumstehen. Ach nein, 3 davon liegen. Schlafen die oder sind die tot? 7 Leute, die in der Gegend... Ich glaube, das lasse ich Valentina lieber mal gucken. Eine merkwürdige Darstellung. Was kann das bedeuten? 7 Menschen. Alle ein wenig unterschiedlich. Könnten vielleicht bestimmte gesellschaftliche Gruppen in der damaligen Zeit darstellen. 3 Menschen liegen, 4 stehen. In der Mitte ist ein Altar eingemeißelt. Ich bin sicher, dass das den Black Mirror darstellt. Der Totenkopf scheint symbolisch für den Tod zu stehen. Der eine, der hier liegt, hat eine Krone, wohl ein König. Der andere vielleicht ein Krieger? Symbolisch beide eher unbeliebt. Die Stehenden scheinen normale Leute zu sein. Der eine hier wahrscheinlich sogar ein Priester. Der hier könnte Jäger sein. Ich bin sicher, dass das 7 Menschen... 3 Menschen... Ich kenne nicht alle Symbole, aber sie scheinen etwas zu beschreiben. Zumindest sieht es so aus, als wären sie aufgeteilt in 7 Gruppen. Vielleicht beschreibt jede Symbolfolge einen der Menschen auf der oberen Hälfte. Ich mache jetzt gerade mal einen Screenshot und gehe mal gerade rüber, öffne Photoshop. Das ist nämlich leichter, als das alles aufzuzeichnen. Da bin ich nämlich 3 Jahre beschäftigt. Und werde diesen... Ja, ich werde diesen Screenshot dann... Hilfestellung nehmen, weil ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir den brauchen werden. Warum klingt das hier wie eine riesige Wanduhr? Ein Helm, wie sie die Soldaten der Kreuzritter im 13. Jahrhundert getragen haben. Ich würde zu gern erfahren, wer den hier verloren hat. Glaube ich. Das ist eine Opferschale. Dann ist diese Statue wahrscheinlich das Abbild eines vorchristlichen Gottes. So eine Statue habe ich noch nie gesehen. Ob die Gordons sie aufgestellt haben? Oder ist sie viel älter? Für einen Archäologen wäre das hier die reinste Goldgrube. Reich verzierte Steinsärge. Darin wurden wahrscheinlich nur angesehene Personen bestattet. Aber ich kann weder Namen noch Wappen erkennen. Ohne die ließ ich bisher keinen adliger Gordon bestatten. Also wird hier wahrscheinlich auch kein Gordon liegen. Gut. Gucken, ob wir durch die Steintüren kommen. Oder ob uns das sofort lyncht. Die Gordons scheinen ihre Hüteraufgabe sehr ernst zu nehmen. Durch diese Tür kommt man nicht so einfach. Die Gordons scheinen ihre...
Ich bin gerade ein bisschen am Grübeln. Irgendwas werden wir noch in die Schale reinmachen müssen? Siehst du das hier? Oh, da ist eine Skelettglyphe drüber. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das sind keine Hieroglyphen. Das ist Latein. Das müssen deine Vorfahren geschrieben haben. Und was genau steht da? Ach, wir haben Torbogen. Eine Warnung. Nimm dich in Acht, Hüter, vor den Schatten. Sie ergreifen Besitz von deiner Seele, sobald du dich ins Dunkel begibst. Schatten? Ist das eine Art Metapher? Glaube ich nicht. Nein, ich denke nicht. Im Buch der Hüter stand, dass Marcus sich durch eine Armee von Schatten kämpfen musste, die sein Bruder aus dem Spiegel rief. Na klar, erst Mordred, jetzt Schatten. Meiner Seele wird's auf jeden Fall nicht langweilig. Das ist ja das reinste Labyrinth. Wo geht's weiter, geradeaus oder rechts? Siehst du das da? In dem Raum geradeaus. Was ist das? Keine Ahnung, aber es bewegt sich. Ist das einer dieser Schatten? Was auch immer. Auf jeden Fall sollten wir dem Ding lieber nicht zu nahe kommen. Am besten wir schließen die Tür. Hä? Woher wusstest du, dass der Schalter der richtige ist? Ich wusste es nicht. Sowas nennt man Gottvertrauen. Ah ja, Gottvertrauen. Ich weiß noch, dass du hier jedem... Also da kannst du wirklich oft sterben in diesem Labyrinth. Okay. Ich spüre etwas Dunkles in diesem Raum. Ich spüre etwas Dunkles in diesem Raum. Okay. Dazu brauche ich Valentinas Hilfe. Okay, Valentina. Reich verzierte Steinsärge. Darin wurden wahrscheinlich nur angesehene Personen bestattet. Aber ich kann weder Namen, ohne die ließ ich... Adrian? Hm? Die Hieroglyphen an den Wänden scheinen bestimmte Dinge zu beschreiben, die für die damalige Zeit wichtig waren. Dass Brot wichtig war, verstehe ich. Aber ein Knochen? Nein, ich meine nicht jedes Symbol für sich, sondern eine Reihe von Symbolen beschreibt zum Beispiel eine Person. So wie das Brot zu einem Bäcker gehört. Ja, aber es kann auch andere Personen beschreiben. Brot wurde von Bäckern gebacken, von Händlern verkauft und irgendwann auch gegessen. Steht da auf, wie man die Tür aufbekommt? Im Moment sehe ich keine Verbindung. Ah, ein paar Stangen Dynamit wären jetzt praktisch. Das bezweifle ich. Es sollte sichergestellt werden, dass nur Menschen reinen Herzens weiter nach unten gelangen können. Dynamit ist eher die brutale Variante. Okay. Ich werde die Folge an der Stelle jetzt beenden und ich werde jetzt auch hingehen und die letzten Seiten der Lösung ausdrucken. Weil ihr wisst, wie ich zu Stellen stehe, bei denen man leicht krepieren kann. Ich werde es diesmal versuchen ohne Lösung, aber damit ich im Zweifelsfall... hilfreiche Tipps hier zur Hand habe. Deshalb, ich danke euch, dass ihr immer noch dabei seid und jetzt wird's richtig spannend, Leute. Ciao, ciao.